Gedanken kann ich die Fragezeichen über dem Kopf förmlich lesen. Du Eich, das erste Lied, ne? Das Lied war viel zu anstrengend und außerdem zu schnell. Bist jetzt aber in Obko, machst auf intellektuell, hä? Dann sing das nur auf Hochdeutsch, kein bisschen Dialekt. Und das ist bei einer Sache, die mir ganz und gar nicht schmeißt. Ich bin mega euphorisch. Ich habe festgestellt, wenn du in Franken die unteren beiden Stufen schaffst, bist du etabliert. Ja-Sagerin. Ich habe ein Lied im Programm, da werde ich jedem Pärchen heute Abend hier mal tierisch die Augen öffnen. Das ist ein sehr, sehr hartes Lied mit einer knallharten Wahrheit. Und manche Frauen halten das nicht aus. Sie springen dann auf und dann kommt die Ja-Sagerin. Ja, genau so ist es! Viel zu viel. Doch der Mensch ist nie zufrieden, weil er immer noch mehr will. Nach dem Motto, ich brauch alles, kauft er sich die tollsten Sachen. Doch richtig glücklich würde nie. Da kann ich nicht drüber lachen. Der eine braucht was von Ed Hardy. Und sie braucht was von Dior. Die feine Dame über eine Handtaschen Frau. Ja, in 2 Wochen ist die out, was soll's? Nun gibt's wieder ein neuer. Ja, sag mal, da mag ja jeder was dann. Das, was ist denn da noch? Seid ihr erschrocken? Nein, das ist nicht gerecht, Entschuldigung. Hab ich ja wohl überrumpelt. Flach. Flaches Design, nur ein paar Knöpfe, gestochen scharfes Bild. Jemand eine Idee? Das war Plasma-Fernseher. Aber ja, das schnurstracks auf diesen Blubberpult zu. Ich habe mich doch ganz elegant. Und das Knöpfchen haben wir draufgehauen. Ich habe den Knopf auch nicht mehr verlassen. Wenn wir jetzt aufgehen, habe ich gesagt, machen wir neunmal habe ich das Ding gedrückt. Ich war dreimal eine Stunde drin. Aber sie haben nichts bemerkt. Aber ich habe schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt. Hätte ich was sagen sollen? Aber dann habe ich dieses zufriedene Gesicht von meinem Sohnemann gesehen, das war mittlerweile auf dem Rücken von seiner Mama durch dieses Becken schwimmt, da ich sage, komm, scheiß drauf. Aber wir haben... Im Auto konnten wir uns nicht anschnallen und vom Fahrrad durften wir noch ganz ohne Helme fallen. Wenn ich so drüber nachdenke und so wie ich die Lage sehe, grenzt es an ein Wunder, dass ich heute hier vor euch stehe. Sommer. Schenk nur einmal ein, das Seiler ist schon wieder leer, das darf ja wohl nicht sein. 2, 3, 4, Sommer. Sommer. Ja, das macht dann Spaß und gibt's einmal kein Seiler mehr, dann bringt man aus der Masse. Ja. Und ich musste empfangen, doch der Wortwitz geht voll unter, ihr nimmt mich in die Zang. Ich wette, Sie sind Schwarze, ich erkenne sowas genau. Geben Sie's zu, Herr Eichner, Sie haben Radio und TV. Nur logisch sag ich mehrfach, aber nix steht zum Verkauf. Huh, jetzt wird er zornig, schau nur wie er schnauft. Schluss jetzt mit den Faxen, ich schau mir das mal an. Ich zeig ihm den Weg ins Wohnzimmer, da setz dich. Gut, dann ist das Wetter wieder schön. Und wir dürfen bei 30 Grad zurück in die Arbeit gehen. Ja, dann ist in Franken schon wieder Herbst. Im Büro eine Hitze, das meinst du sterbst. Das ist der Sommer. Sommer in Franken. Für mich ist an der Zeit, heute Abend abzudanken. Das muss immer schief gehen. Alles klar in Oberfranken. Unter den Wolken muss es Sommer im Frankenland sein. Im Sommer in Franken. Ich will hier niemanden beleidigen. Nein, das möchte ich nie. Doch ich nehme das nicht an, nein, ich sag's euch ins Gesicht. Behaltet euren Sommer, Sommer in Franken. Was soll das? Womit hab ich das verdient? Dass die Sonne hier niemals glüht. Warum hast du mich vor Franken nie gewarnt? Zu einer unterkühlten Nacht hätte ich vielleicht nichts gesagt. Der ist doch für die Tonne, hab ich was verpasst, warum Petrus mich hat.